Macht euch mal einen Tee, wir schauen Overwatch. Ich warte jetzt 2,5 Minuten. Hallo? Und da können wir geschwind das Skin-Baron-Intro abrollen. Los geht's. Hallo? Hallo? Ja, jetzt rennt's! Jetzt rennt's! Entfernung, okay. Haben die irgendwie. Um das Willen, was ist mit seinem Aim los? Komm, wir gucken mal in die Liste. 9, 1, 8. 3 Sternchen, 23 Punkte. Ein Ping von 31. Sie haben schon einen Bot im Gegnerteam. Es steht 4-7. Mach jetzt mal was. Hopp. Was machen die? Was ist das? Ja, also, Vision Assist, Aim Assist oder Clean. Come on. Es ist so ein Magnus, Alter. Das ist ja widerlich, Hopp. Es ist wirklich widerlich. Da noch gebannt, Hopp. Ich will den Fall nicht sehen. 1000% los geht's. Oh, und dafür haben wir 3 Minuten geladen. Wie kann man nur so ein ekelhaftes Arsch sein? Guck ihn dir an, er macht einen Ace, defuse die Bombe. Er ist ein richtiger Lurch. Gott, geht das lang. Wir spulen auf 1000% vor. Und es läuft immer noch. Jetzt fängt er sogar echt an, Spin zu botten. Stellt euch mal vor, wie das überhaupt so als Mensch sein mag. Wenn du... Der sitzt da ja wirklich vor seinem PC und macht das. Drückt in seinem Programm rum und ist dabei. Also nutzt seine Lebenszeit dafür. Ja, wie ich sage, ja, Aim Assist, ne, klar, ja, Vision Assist, lecky schmecky, other, ja. Griefing, no, this. Give me another case. Da war kein Schnitt drin, ich schwöre. Um Gottes Willen, Leute, ich bekomme die Fälle jetzt ganz schnell. Am I a doctor? My father is a farmer. I am going to school. I want to be doctor. Das waren jetzt ungefähr 15 Sekunden Ladezeit. Ja, Wingman. So eine kurze Runde wahrscheinlich. Mit einem, der so einen kurzen hat. Ja. Nur wenige Minuten später. Er ist immer noch dabei. Ah ja. Kann ich vielleicht mal wieder einen haben, der so, ich weiß auch nicht, eine Drangler oder sowas in der Hand hat? Dankeschön. Kriege ich jetzt noch einen anderen Fall? Scheinbar nicht. Will eigentlich jemand von euch ein Knife haben? Das hier gibt's gerade im Livestream. Ja, rankommen. Streamzeiten stehen in der Beschreibung. Neuer Fall, wie sieht's aus? Er spielt mit dem Knife. Das könnte ich ja auch durch. Counter-Strike, hallo? Nach 6 Minuten kein neuer Fall? Fuck. Counter-Strike, neue Start. Mal gucken, was es bringt. Ah, yes. Gaben, ich spreche jetzt direkt zu dir. Gib mir bitte entweder Legit oder was Interessantes. Jemand, der wirklich Skins auf dem Buckel hat, dass man sagen kann, oh, 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 geil, der verliert die alle. Oder, oh, oh, oh. Nicht wieder Lobobs. Ah, das 2. Ah, geil, okay. Da ist schon mal ein Spinbotter im Team. Das ist eine Scheiße. 3 Fälle, 3 Spinbotter. Da brauche ich noch einen Tee. Da brauche ich noch einen Tee. Nee. Nee. Der ist ja immer noch am Drehen. Also um mal kurz zu... Oh, schade. Come on, Valve, gimme. Gimme that. Okay, Achtung, Test. Ich gehe jetzt einfach auf meinen 2. Steam-Account. Also Frauenarztbesucher. Und dann gucken wir uns mal hier einen Fall an, ne? Und weiter. Weiter, komm. Oh, das 2. Fuck. Kein Spinbotter. Ach Gott, ich fasse es nicht, Leute. Hör mir auf. Ich mache nur noch auf dem 2. Account. Diese Folge ist übrigens sponsert bei Bubbler Merch. Kaufen und trinken. Er leckt wie die Sau. Was ist mit ihm los? 76er Ping. Die haben alle einen ziemlich hohen Ping. Alter, komm mal her. Was macht er jetzt hier? Warum habe ich so Leute im Overwatch? Die laggen und gucken sich umstehend. Hopp jetzt! Er sieht übrigens von den Kills her überhaupt nicht auffällig aus. Wenn, dann bei ihm der Erste und bei den Cities der Erste. Aber das können auch wiederum komplett normale Stats sein. Also hat einfach 2 gute Spieler, die hier in der Herde von Dödeln geworfen wurde. Wow. Dieser stabile Spray. Also er hat ihn hinten gehört, aber auch komisch auf die Wand angeaimt. Und sein Geschieße ist so merkwürdig. Sobald er den Gegner halt sieht, ne, fängt er an zu schießen und aimt dann so ganz langsam auf ihn drauf, so im halben Dauerfeuer. Wie er seine Maus bewegt, ist komplett ekelhaft. Der kann man nur so aimen. Hat er ein Lenkrad oder was? Direkt nachladen. Teamflash, okay. Da unten ist einer. Er hat beide Kills nicht bekommen. Sheep hat ihm die geklaut. Aber hier hat man auch wieder gesehen, er detected einen Feind. Nicht beim Fadenkreuz, sondern sobald er ihn auf dem Bildschirm halt erkennt, fängt er an zu schießen, egal wo sein Fadenkreuz ist, und zieht dann schießend auf den Feind drauf.
Also hinten kommt auch wieder einer, von dem er so ein bisschen gewusst hat und dann dieses Ding in den Kopf sofort nachgeladen hat. 71% Headshots mit dieser... Das ist sehr merkwürdig. Was würdet ihr sagen, jetzt hier einfach mal so aus der Luft gegriffen? Hat er irgendeinen Aimerich, der ihm dann verhilft, wenn er schon schießt, auf die Rübe zu treffen? Sein gesamtes Fadenkreuz-Placement und wie er es bewegt einfach, also einfach wie er spielt, wirkt so quirky, so goofy. Eigentlich sollte er überhaupt niemanden treffen können. Guck dir seine raffinierte Flash an. Wow. Ja, also hier sieht man auch nach wie vor oder wieder, dass er wohl gegen... dass er halt durch die Wand gucken kann, weil er ab und an nach rechts schaut. Er weiß auch jetzt, dass er, gut, ich meine, man hat ihn auch gehört, aber er weiß, dass er da steht. Der Gegner könnte mittlerweile überall sein, also überall hingeschlichen sein, ne? Da war er in der Smoke. Er weiß aber nach wie vor, dass er da links im Eck steht. Er ist sich da sehr, sehr sicher. Er geht deswegen auch nicht raus, ne? Der Gegner könnte hier natürlich auch direkt hier vorne stehen, ne? Neben der blauen Ding oder da ganz im Eck. Oh Gott, der ist so schlecht. Er weiß, wo der Gegner steht, den kriegt trotzdem nicht hin. Er macht das gleiche Spiel wieder. So verdient, Alter. Er ist so dir im Deckel. Als hätte er halt echt ein Lenkrad und würde immer so und dann irgendwie mit dem Gas- und Bremspedal oben und unten. Ja, den riecht er natürlich jetzt auch. Also seine Headshot-Rate von 66% ist bei dem Aim selbst mit Vision Assist wahrscheinlich nicht ohne weitere Assistenz machbar. Weil wenn man sieht, wie er halt rumaimt, ihm hilft selbst der Wallhack nichts. Er kriegt es nicht gebacken, überhaupt einen Gegner richtig zu treffen. Und wenn dann doch, dann ist es sehr wahrscheinlich eine Assistenz. Also, Aikusa hat mir letztens noch ein Video geschickt über einen Hardware-Hack. Also eine Möglichkeit, den Hack direkt per Hardware zu nutzen und somit jegliche Detection von irgendwelchen Programmen auszuhebeln. Adrian hat mir nochmal die Sache geschickt, über die wir es auch schon mal hatten. Über dieses, ja, über diesen Vorfall, ja, bei großen Ligaspielen, bei dem die Coaches eben an gewissen Angeln im Spiel, an gewissen Punkten, das Spiel beobachten konnten. Und so ihren Mates oder ihrem Team eben ansagen konnten, wohin sie gehen sollen, wo die Gegner sind und so weiter und so fort. Das ist auch so eine Sache, die einfach, die geht nicht in meinen Kopf rein. Das haben ja scheinbar sehr viele tatsächlich große Teams, namhafte Teams genutzt. Wie kannst du als Coach von einem Team überhaupt, wir gehen mal davon aus, du bist der Erste, dem sowas auffällt, wie kannst du sowas undetected lassen? Stell dir vor, du bist der Coach von, was weiß ich, Big Mouseboard, Sprout, Kartoffelwurst. Und du stellst fest, dass du das gesamte Spiel über zugucken kannst von einer gewissen Position. Ist da nicht der allererste Gedanke und erste Schritt, den man macht, dass man aufsteht, zur Liga-Verwaltung geht oder wie sich das da eben nennt und sagt, hey, da ist ein Fehler, ich kann das Spiel sehen, ihr müsst was machen, macht mal schnell Stopp, wir müssen da irgendwas verändern. Einfach stillschweigend den Kack zu nutzen, assi. Aber wir haben es auch schon im Stream drüber gehabt, ist einfach assi. Also Vision Assist hat er auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass er auch eben hatte, weil die Sachen, die er, die Headshot-Rate, die er hatte, die geht eigentlich gar nicht mit seinem komischen Aim. Naja, er hat es halt immerhin im Spray getroffen. Das heißt, es könnte ja sein, dass es wirklich Luck war. Leider! Also einen machen wir noch, oder? Ach, Wahnsinn, so ein Fall. Lass mich raten. Wingman auf dieser Kanal-Map. Wie heißt das? Nicht Kennels. Ich habe schon so lange nicht mehr Wingman gespielt. Wir müssen unbedingt mal Wingman machen. Unbedingt. Vielleicht so eine Serie. Hätte ich echt Bock drauf. Wie heißt die Map? Vertigo kommt mir down in den Kopf, aber die heißt natürlich nicht Vertigo. Die mit dem Wasser halt in der Mitte. Vertigo. Das ist echt Vertigo. Aber die habe ich nicht gemeint. Oh, oh, stopp, stopp, es geht los, es geht los. Okay, okay. Alter, der Jump. Ja, okay, Bunny hoppen. Guck dir das Gummibärchen an. Er geht direkt durch. Ja, sie haben sich vorbereitet. Jetzt geht er hinten rum. Ich finde die Entscheidung übrigens mit dem Window da oben echt scheiße. Ich fand es viel fieser für die Tees, als das Fenster noch hier direkt bei B war. Natürlich lag hinter diesem Change sicherlich irgendeine Überlegung, die das Ganze rechtfertigt. Aber ich fand es schöner, als es noch hier war, da oben rechts. Ja gut, komm, brauchen wir hier nicht weiter zu gucken. Ne? Also er rennt halt durch, hat Vision Assist und Aim Assist. Kannst du nichts machen. Ich will... endlich wieder gescheite Fälle. Ich weiß, dass ich lange keine Fälle gemacht habe. Also auf dem Account sowieso nicht. Den kann man eigentlich gar nicht zählen. Aber auf meinem Main-Account hatte ich einen Overwatch-Score, der zumindest ich aufgrund der Aktivität und dem, was ich gemacht habe, sicherlich so hoch war, dass ich halt auch mal ein paar gescheite Fälle bekommen habe. Jetzt sind hier nur Ranzdinger hier. Guck mal bei anderen Overwatchern rein. Die haben ständig Leute mit 50 Knives im Inventar, 300 Dragonlaws und was weiß ich alles. Und ich habe hier die Affen. Die große Affenparade. Jetzt habe ich doch nicht meinen neuen Fall. Super! Okay, wow, das dauert mir so lang. Ich gehe auf Main Account. Das reicht mir. na also, es geht doch. Gönn mir den Fall des Jahrhunderts.